Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFT-Devisenradar am Dienstag, dem 7. Juni. Wir starten in die Woche und stellen fest, dass der Australdollar heute Nacht insbesondere einen starken Aufwärtsmove erlebte. Und das heißt, es zeichnet sich hier in der Heatmap bei den beiden Australdollar-Pairs ab, der einmal hier gegenüber dem Yen und einmal gegenüber dem US-Dollar notiert. Und wir wollen den Australdollar gegenüber dem US-Dollar auch als Aussie bekannt mal näher beleuchten. Warum ist es jedoch hier zu so einem Move gekommen? Wir hatten gestern Nacht die RBNZ als Leitzinstermin auf der Agenda. Und die Prognosen waren schon, dass es keine Veränderung des Leitzinses gab, wie eben zuletzt dann tatsächlich geschehen. Es erfolgte ja unlängst eine Zinssenkung von 2% auf 1,75%. Diese kam allerdings damals sehr überraschend. Die Preisreaktion dementsprechend radikal. Dazu gehen wir mal hier in den Tagesschart kurz. Also neben dem, dass der US-Dollar natürlich auch eine Stärke erfuhr, hat hier die Schwäche beziehungsweise die Zinssenkung natürlich hier auch nochmal den Druck verstärkt nach unten. Der Australdollar korrigierte relativ stark, konnte sich dann aber hier im Bereich um 72 US-Dollar oder 0,72 US-Dollar sehr schön stabilisieren. Hier eine Zone, die sich schon vom Februar her raus ableiten lässt. Zumindest gab es hier einen Preisbereich, der immer wieder für einen leichten Widerstandsdruck sorgte. Dann erfolgte der dynamische Ausbruch und genau in diesem Bereich hat sich eben hier im oder im Ausklang des Monats Mai ist dann hier eine Stabilisierung ereignet und unlängst gab es dann eben hier die starken Aufwärtsmoves. Hier die Kerze vom Freitag aufgrund der Non-Farm-Payrolls, ganz klare US-Dollar-Schwäche, die hier zum Ausflug nach oben führte. Und heute hier diese entsprechende Tageskerze vor dem Hintergrund, dass eben ja mehr oder weniger eine Erleichterung stattfand. Erstens, es wurde zwar mit einem gleichbleibenden Zinssatz gerechnet, aber der ein oder andere hat doch noch vermutet, dass es vielleicht eine Senkung gab. Zudem ist aber auch hier entscheidend, dass die Annahme sozusagen die war, dass es ja auf jeden Fall noch weitere Zinssenkungen geben könnte. Das wurde so ein Stück weit entschärft, im Sinne dessen, dass hier praktisch erklärt wurde, dass hier die positiven Konjunkturdaten sich hier gemehrt hätten. Deswegen hatten einige eben davon oder sind davon ausgegangen, dass es zu einer Senkung kommt aufgrund der positiven Daten. Das ist eben nicht passiert. Das Zinsniveau scheint aus Sicht der Notenbank eben hier auf aktuellem Niveau gerechtfertigt und das führt eben dazu, dass es hier eine entsprechende Aufwärtsbewegung gab. Wir haben am Mittwochabend hierbei auch noch die neuseeländische Notenbank, wo auch hier gemutmaßt wird, dass noch Leitzinssenkungen erfolgen könnten. Den Kiwi als solchen werden wir uns wahrscheinlich morgen oder spätestens dann am Donnerstag anschauen, eben entsprechend der Reaktion, ob die Notenbank in Neuseeland hier an der Zinsschraube dreht. Grundsätzlich soll es jetzt um den Australdollar geben und mit dem aktuellen Aufwärtsimpuls sieht es so aus, dass auch vor dem Hintergrund einer möglichen weiteren Dollar-Schwäche der Aussie hier auf jeden Fall erstmal weiter ansteigen kann und sich hier sozusagen in Richtung 0,75, 75, 0,76 orientiert. Das ist von der technischen Ausgangslage her ganz gut. Wir schauen mal kurz auf die Saisonalität. Die weist kurzfristig nach oben, dann Ende Juni bis in den Juli, Anfang Juli hinein, dann doch eher schwächer, um dann wieder nach oben zu drehen. Also hier nicht wirklich ein klares Bild. Kurzfristig weiter hoch, dann runter und gegebenenfalls wieder hoch. Das würde theoretisch, technisch ganz gut passen. Ob heute hier noch richtig was nach oben geht, das muss ich zeigen. Aber oberhalb hier von 0,74 bleibt die Annahme die, dass wir hier zunächst weiter steigende Preise in Richtung 0,76 sehen könnten. Dann sollte man durchaus mit Rücksetzern rechnen und dann eben mal abwarten, ob hier der Ausbruch über 0,76 gelingt. Wenn dies geschieht, dann hat hier sicherlich der Aussie einiges nach oben zu erwarten. Das dürfte dann eben aber hier alles einhergehen, auch mit einer entsprechenden Dollarschwäche, die natürlich kommen muss, sonst sieht man hier nach oben nicht wirklich viel. Aber aufgrund dessen, dass hier die Leitzinsfantasie in den USA erstmal raus ist, ist das hier mal gar nicht so eine unwahrscheinliche Variante, dass hier weiter steigende Preise Einzug halten. Konträr natürlich, wenn wir die heutige Kerze, die erwartungsvolle Kerze im Sinne der Zinsausrichtung hier, wenn diese Kerze relativiert werden würde, dann muss man sagen, ist sicherlich das Niveau von 0,72 nochmal angebracht. Das dürfte dann entsprechend eine solche Bewegung hier begünstigen. Und klar, bärisch wäre es, wenn wir hier unter 0,7150 ziehen. Kurzfristig aber, wie gesagt, der Bulle meines Erachtens hier im Vorteil, sollte also entsprechend weitere Preisaufschläge geben. Zum heutigen Tag schiebe ich mal unseren MetaTrader ins Bild, hier in Rainbow Beschau, um mal ein Stück weit zu veranschaulichen,
was hier passiert ist. 15-Minuten-Chart sind wir gerade unterwegs. Hier schöne bullische Rainbow-Struktur. Hier die Asia-Session, hier die entsprechende bullische Kerze zum Zinsentscheid. Und hier wurde im Prinzip die Range, Sie sehen hier Average Daily Range ADR, die wurde hier im Prinzip komplett abgearbeitet. Und man sieht auch hier bescheidene 61 Pips. Während der letzten 14 Tage, hier auch im groben Schnitt, während der letzten 20 Tage, 5 Tage ein bisschen höher, aber grob kann man wirklich sagen, so um 65 Pips läuft das Währungspaar derzeit am Tag. Aktuell sind wir hier mit 83 schon überdurchschnittlich stark gelaufen. Insofern ist grundsätzlich gesehen die Fantasie hier rein von der Daily Range erstmal raus, aber mit Bezug auf den Tagesschart sehen wir eben hier, dass da Luft nach oben ist. Leichte Rücksetzer könnten dann hier sozusagen auch im Sinne dieses bullischen Rainbows für Einstiege genutzt werden, um eben dann hier an weiteren 150, 200 Pips nach oben teilzunehmen und hierbei die Marke von 0,76 anzusteuern. Das bleibt auf jeden Fall ein erstrebenswertes Ziellevel. Ja, hier im Stundenchart haben wir auch eine schöne Umkehrbewegung. Wir sehen hier von ja, Anfang Mai diese Schwächephase bis Ende Mai die Bodenbildung und jetzt geht es hier nach oben. Jetzt sollte sich natürlich das Ganze entsprechend weiter fortsetzen. Knickt es ab nach unten, dann muss man hier von der Seitwärtsphase bzw. von einem Wegtropfen nach unten ausgehen. Aber das ist, wie gesagt, aktuell wohl nicht zu erwarten. Gehen wir nochmal abschließend in den Wochenchart. Da sehen wir die letzte Woche bullisch aufgrund der Non-Farm-Payrolls und da heute jetzt hier auch wieder eine weiter bullische Wochenentwicklung. Wir haben natürlich heute erst Dienstag, da kann noch richtig viel passieren. Aber auch hier zu sehen, dass das Niveau von 0,76 knapp drüber auch 0,7630 hier eine sehr, sehr schöne Horizontalhürde darstellt, die sich hier sogar bis zum Anfang des Jahres 2015 herleiten lässt. Hier damals eine sehr, sehr starke Supportzone. Da gab es ja eben unlängst hier das Tauziehen, ob wir nun ausbrechen oder nicht hier im März, April. Das sah eigentlich auch ganz bullisch aus. Zielmarke hier war oberhalb von 0,80 angesiedelt, aber die Preise hatten nicht die Kraft, der Australdollar hier nach oben zu ziehen. Entsprechend die Korrektur und jetzt kann es eben hier zum neuen Anlauf kommen. 0,76 wird spannend. Gehen wir darüber hinaus, dann eröffnet sich natürlich noch wesentlich mehr Perspektive. Hier auf der Unterseite, wie schon gesagt, 0,7150 im Auge halten. Wenn wir da drunter gehen, dann kann es hier auch durchaus nochmal in Richtung der Jahrestiefs gehen. Und das wäre sozusagen aber eher Szenario B. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es schon gewesen für heute für den Devisenradar. Ich hoffe, Sie haben einen guten Handelstag, haben auch Sonnenstrahl, Wetter und warme Temperaturen. Lassen Sie es gut gehen. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. 9:30 Uhr, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.